Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch 5 Möglichkeiten für Futterbeschäftigungen für Nagetiere vorstellen. Also damit euer Nager nicht einfach das Futter kriegt, sondern es in einer beschäftigenden Weise suchen oder sich einfach damit beschäftigen kann. 3 der Sachen habe ich von anderen Leuten, ich nenne es mal geklaut, da erwähne ich aber immer, von wem ich es habe, und 2 Sachen habe ich selbst erfunden. Ich denke, wir beginnen doch gleich. Diese Idee habe ich von dem Kanal Ruboy. Das Video dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich zeige euch, wie ihr einen nagerfreundlichen Kleber machen könnt, mit dem ihr Futter auf allerlei Oberflächen kleben könnt. Dazu braucht ihr einmal einen Schlüssel, etwas Wasser, Mehl. Es wäre noch vorteilhaft, wenn ihr einen Pinsel hättet und die Oberfläche, wo ihr es draufkleben wollt. Ich habe in meinem Fall eine Papprolle genommen. Jetzt müsst ihr erstmal in die Schüssel etwas Mehl geben. Dazu fügt ihr Wasser hinzu. Es sollte eine etwas dickflüssigere Flüssigkeit dann geben. Ihr müsst einfach schauen, wie es dann ist. Am besten ist wirklich, wenn es einfach etwas dickflüssig ist und nicht zu flüssig. Mit dem Pinsel tragt ihr das dann auf die Oberfläche auf, wie ich jetzt auf die Papprolle. Ihr seht jetzt auf dem Video, wie es ungefähr sein sollte. Einfach wirklich, dass das Futter dann gut darauf haftet. Und ja, dann müsst ihr natürlich das Futter drüber streuen. Und so habt ihr eine super gute Knabberstange erstellt mit einem ungiftigen Kleber. Kommen wir auch schon zum zweiten. Das habe ich vom Kanal Mias Welt. Das Video dazu ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Es sollte eine kleine Hamster-Pinata geben, die aus Papier besteht. Der Hamster oder auch das Nagetier natürlich knabbert das dann auf und kommt dann als Futter ran. Dazu braucht ihr einen Ballon, den ihr ungefähr so groß wie eure Hand aufpustet. Es kann auch kleiner sein. Dann braucht ihr noch einen Schwamm. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr auch wie ich einen Lappen verwenden. Nun braucht ihr noch Klopapier und einen Schlüssel mit Wasser. Ihr legt das Klopapier auf den Ballon drauf. Dann müsst ihr mit dem Lappen oder dem Schwamm mit Wasser drauf das festtupfen auf den Ballon. Das solltet ihr jetzt mit ganz vielen Klopapierstücken machen, bis der Ballon mit Klopapier umrandet ist. Ihr müsst aber auch mehrere Schichten machen, also wirklich, ich habe jetzt 4 Schichten gemacht, dass es wirklich fest wird und das Ganze ist dann noch nass, also feucht, ihr müsst es jetzt noch trocknen lassen und wenn es getrocknet ist, könnt ihr den Ballon abschneiden, also aufschneiden und der löst sich dann ganz einfach und dann habt ihr auch schon die Pinata, aber da ist natürlich nichts drin. Nun müsst ihr noch das Futter in die Pinata reinfüllen. Und ich habe zusätzlich noch ein paar Taschentücher reingetan, weil damit, wenn der Hamster rankommt oder eben das Nagetier, dass dann nicht direkt alles Futter kriegt, sondern das eben in den Taschentüchern noch suchen muss. Ja, so habt ihr jetzt eine Pinata gemacht, die euer Hamster oder euer Nagetier dann aufknabbern kann. Kommen wir auch schon zum nächsten und das habe ich eigentlich auch, naja, selbst erfunden. Dazu braucht ihr einfach eine Schachtel. Ich habe jetzt einen Eierkarton verwendet, kann man, finde ich, recht gut verwenden. Da müsst ihr einfach euer Futter dann reingeben. Und ich habe es auch wieder so gemacht, dass ich ein paar Taschentücher verwendet habe und die dann da drauf gelegt habe, dass wenn der Hamster das dann aufknabbert oder das sagt eben, dass es dann nicht direkt an alles Futter kommt und eben nochmal suchen muss. Ich habe da noch ein paar Löcher reingestochen, damit auch wirklich mein Hamster da das gut aufmachen kann und ich habe den Eierkarton offen gelassen, damit mein Hamster Wisti das vielleicht selbst aufkriegt. Ich werde da mal schauen, wie sie das macht und ja, so habt ihr auch wieder eine kleine Box erstellt, wo euer Hamster das aufklammern kann und das Futter drin suchen kann. Das nächste habe ich auch selbst erfunden. Es ist relativ simpel und zwar eine kleine Wäscheleine für euer Nagetier, wo ihr Futter aufhängen könnt. Dazu braucht ihr jetzt erstmal eine Schnur, die so lang ist, wie ihr sie halt wollt, wie ihr die Leine haben wollt und etwas Futter. Ich würde euch empfehlen, entweder getrocknetes Gemüse oder frisches Gemüse, aber das sollte ein bisschen hartes Gemüse sein. Ich habe Zucchini verwendet, Gurke würde wahrscheinlich zu einfach zerfallen. Da müsst ihr ein Loch reinmachen und das noch auf eure Wäscheleine drauf tun und das macht ihr dann mit jedem Gemüsestück. Und das habe ich dann noch im Gehege aufgehangen und ja, mein Hamster konnte dann wirklich das da runtersuchen, damit sie das Frischfutter nicht einfach kriegt, sondern auch sich ein bisschen strecken muss, um das zu kriegen. Kommen wir auch schon zum nächsten und das habe ich von einer Kinderreportage, wo es um Rennmäuse ging, habe ich das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar machen wir kleine Pakete,
die auch euer Nagetier wieder aufknabbern kann. Dazu braucht ihr eine Klopapierrolle, ein Taschentuch und etwas Futter. Zuerst müsst ihr mal die Klopapierrolle in dünne Streifen schneiden, also ungefähr 1 cm breite Streifen. Nun habt ihr ganz viele von diesen Streifen. Nun müsst ihr auf das Taschentuch, was ihr auch habt, das Futter rauf tun und so viel Futter wie ihr wollt und das Taschentuch dann zusammenfalten. Es sollte am besten ein viereckiges Paket nachher geben. Und ich muss jetzt mehrere Taschentücher verwenden und die dann da nach oben wickeln, weil es sollte recht dick sein. Denn nachher im nächsten Schritt müsst ihr auch schon die verschiedenen Klopapierstreifen um das Taschentuch darüber stülpen. Und da muss natürlich eine dicke Schicht sein von Taschentüchern, weil sonst funktioniert es nicht. Ja, also jetzt seht ihr, ich stülpe diese Klopapierstreifen darüber. Und ihr könnt entweder zwei Klopapierstreifen benutzen oder wie ich in meinem Fall drei. Und ja, dann habt ihr ein kleines süßes Paket, wo auch euer Nagetier wieder aufknabbern muss. An dieser Stelle beende ich das Video jetzt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein paar Sachen nachgemacht habt und wie ihr die Ideen so findet. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder.